2-3 hatte ich gesehen. Und der bekommt das Teil 1-4 verabfolgt. Das ist diese Tür. Okay. Der nächste Schritt besteht darin, dass ich die Platte 1-2 hole. Das ist diese. Das scheint das größte Häuschen zu werden. Und als Seitenwand ist 2-1 vorgesehen. Und die 2-2. Und hinten rein kommt die 2-5. Das ist der hier. Der muss unbedingt nach unten. Damit muss der Kram dann so zusammengeklebt werden. Also es sind Löcher in dieser schmalen Stirnwand und die sind nicht symmetrisch angeordnet. So. Ja, das war der klassische Fehler. Die Tür hat da nicht hingepasst, weil nur hier eine Aussparung in den Halterungen ist.
Und das ist ja nun ein typischer Fall von erst gucken und dann kleben. So, das lasse ich jetzt lieber erstmal durchtrocknen und sacken. Ich war mit dem Verkleben der Trafohäuschen schon ein schönes Stück weitergekommen. Habe aber auch noch einiges vor mir. Müsste ich erst mal gucken, wo ich denn stehen geblieben bin. Das ist dieser Bursche hier, F. Und der kriegt jetzt anschließend sogar noch sofort sein Dach. Damit geht es weiter mit H. Da wird das Stück 2,4 benutzt. Und das bekommt eine Türe, 1,5, naja, ist ja auch keine andere mehr übrig. Nächster Punkt ist der Zusammenbau. Da wird zunächst einmal das Fundament 1,1 benötigt. Sieben und 2,6 kommen dazu. Da muss ich wieder aufpassen, da sind asymmetrische Löcher drin. Und diese Löcher müssten mit dem längeren Ende nach oben. 2,7. Das ist der hier.
zum Spaß gucke ich mal, 2,8 soll das sein, 2,8. Sehr schön bei diesem Bausatz ist, dass keiner von diesen Spritzkanälen an der Klebekante hier sitzen. Das klingt so selbstverständlich, war es aber jahrelang nicht. Muss ich dieses Stück wieder für die Tür reservieren. Das habe ich ja bei dem letzten Teil mühsam gelernt. Das sitzt. In der nächsten Stufe kommt das Dach oben drauf. Auch das sitzt. So, jetzt habe ich die Stufe G übersprungen. Da gibt es wohl irgendeine Stange namens 1,9. Das ist die hier. Und die sollen in diese Bohrlöcher hier eingeführt werden. Die ist mir aber noch viel zu plastikhaft. So, soll mal durchtrocknen. Der Spritzling ist leer. In Stufe G kommt auch so eine Stange rein, die habe ich gerade schon mitgeschnitten.